Hey zusammen und herzlich willkommen zu meiner Wochenendpflegeroutine. Und ja, ich nehme euch heute mal mit ins Badezimmer. Ich beginne meistens damit, dass ich mein Gesicht mit einem Gesichtswasser nochmal reinige. Das ist jetzt keine Morgenroutine, sondern einfach, was ich so am Nachmittag mache. Und ich benutze aktuell das O-Thermal von Avène. Das ist ein Mattifying Toner und ja, mag ich super gerne und reinigt auch wirklich gut. Das gebe ich mir dann aufs ganze Gesicht und auch auf den Hals und ja, reinige mir das Gesicht nochmal vor. Das, was übrigens noch sehr rosa auf meiner Wange zu sehen ist, ist meine Narbe von meinem Unfall. Also nicht wundern, deswegen sieht mein Gesicht ganz schön rot aus. Dann lasse ich es einen Augenblick trocknen und lasse schon mal das Badewasser ein. Diesmal mit diesem süßen Pinguin von Lush. Ich finde, ein Bad am Sonntag, das muss einfach sein. Einmal die Woche, am Wochenende. Das entspannt und man kann die Seele baumeln lassen. Eine Maske darf zur Entspannung natürlich nicht fehlen. Das muss einfach einmal die Woche sein. Das ist jetzt eine von Biomed. Auf die Marke komme ich aber zum Schluss nochmal zurück, denn es gibt einiges für euch zu gewinnen. Also bleibt auf jeden Fall gerne dran. Denn diese Produkte wurden mir von Biomed zur Verfügung gestellt und ja, die habe ich jetzt einige Wochen für euch getestet und ja, seht deswegen auch einige jetzt in dem Video. Und das ist eine Detox-Maske und ja, die zieht wirklich alles aus euren Poren raus. Ich habe sie schon einige Male verwendet und die trocknet schön an und ja, man sieht, die sieht auch sehr natürlich aus. Mein Wimpernserum darf natürlich nicht fehlen. Das habe ich zufälligerweise schon seit letztem Jahr selber da gehabt und ich habe super Erfolge erzielen können und ja, bin super überzeugt und es ist auch noch natürlich. Für die Gemütlichkeit sorgt meine neue Kerze. Die darf jetzt natürlich auch im Bad nicht fehlen und sie riecht einfach super angenehm und lädt wirklich zum Entspannen ein. Nachdem ich mir dann die Maske abgewaschen habe, kommt natürlich die Augenpflege dran. Und ja, da darf bei mir eine Augencreme niemals fehlen. Die massiere ich mir vorsichtig mit den Ringfingern in kreisenden Bewegungen ein und ja, lasse das Ganze noch eine Weile dann hinterher in der Badewanne ziehen. Und zu guter Letzt darf eine Gesichtscreme niemals fehlen. Die mache ich drauf sowohl am Morgen als auch am Abend. Oder halt auch hier, wie ihr seht, zwischendurch nach einer Maske. Meine Narben müssen immer noch gepflegt werden, deswegen kommt noch die extra Narbencreme drauf, damit diese schneller verblassen können. Das war es dann auch mit der Pflege im Gesicht. Dann hüpfe ich natürlich noch schnell in die Badewanne und entspanne dort. Und ja, das war es auch schon mit meiner kleinen, aber feinen Routine. Schaut auch bitte unbedingt bei der lieben Vika vorbei. Auch sie verlost Biomed-Sachen und hat eine Routine hochgeladen. Also habt ihr die doppelte Chance, etwas zu gewinnen. Und ja, hier seht ihr nochmal meine Produkte, die ihr gewinnen könnt. Alle Infos dazu stehen auf jeden Fall in der Infobox. Ihr könnt einmal die Gesichtscreme, die Augencreme, die Maske und vor allen Dingen das Wimpernserum gewinnen. Alle Produkte habe ich als sehr schonend und sehr gut empfunden und deswegen zeige ich sie euch auch in diesem Video. Ich wünsche euch viel Glück und vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Tschüss!